Also herzlich willkommen. Ihr seid hier richtig, weil ihr bei der Physiotherapie für die Physiotherapie Informationen haben wollt. Ich bin die Julia, ich bin Physiotherapiestudentin im 6. Semester. Ich werde heuer im Sommer mit dem Bachelor-Diplom das Studium beenden. Mein anderer Kollege ist der Wolfgang und der Emil, die werden euch auch noch kurz begrüßen. Ja, hallo, ich bin der Wolfgang. Ich bin im 4. Semester, das heißt, ich bin quasi am Ende oder fast am Ende von meiner theoretischen Ausbildung. Und bei mir geht es eigentlich dann ab dem Sommer so richtig los mit den Praktika. Ja, hallo, ich bin der Emil und ich bin jetzt im 2. Semester. Das heißt, ich habe gerade erst zu studieren begonnen. Und ich habe auch während Corona zu studieren begonnen. Also für alle Fragen zum Thema vielleicht. Wie ist es im Online-Unterricht, bin ich, glaube ich, vielleicht auch ganz gut. Dann würde ich sagen, starten wir gleich mit der ersten Frage. Die Frage lautet, mit wie viel Freizeit hat man neben dem Studium noch zu rechnen? Wer will diese Frage beantworten? Du, Wolfgang? Ich mache gleich, genau. Also sicher abhängig davon, in welcher Phase man sich gerade befindet, ob gerade Prüfungsphasen sind oder nicht. Aber prinzipiell muss man halt damit rechnen, das ist ein Vollzeitstudium. Und es ist schon ein sehr dichtes Programm von Unterrichtseinheiten, auch aktuell mit Fernlehre oder mit Arbeitsaufträgen. Je nachdem, wie man sich halt auch einteilt und wie gut man im Zeitmanagement ist oder mit dem Lernen, hat man mehr oder weniger Zeit. Im Vergleich zum Formstudium habe ich schon deutlich weniger Freizeit und kommt weniger zum Sporteln, weil einfach viel mehr Zeit zum Lernen drauf geht und ja, oder ich auch die Zeit brauche. Ja, ich würde auch noch ergänzend dazu sagen, dass die ersten 2 bis 3 Semester wirklich die am dichtesten vollbepackten Semester sind vom Lernaufwand her. Dann hat man eigentlich recht, also dann geht es ein bisschen besser, finde ich, so rückblickend betrachtet. Man hat dann natürlich auch immer wieder sehr viel Zeitaufwand, was das Üben betrifft, um die praktischen Fertigkeiten zu festigen. Und dann während der Praktika hat man dann eigentlich einen Berufsalltag mit 40-Stunden-Woche. Man muss daneben noch die Prozesse schreiben, also diese physiotherapeutischen Prozesse. Aber insgesamt so rückblickend betrachtet, würde ich sagen, sind schon die dichtesten Semester sicher das erste und das zweite Semester, weil einfach die Anatomie zu lernen ist und die Physiologie. Und das ist einfach wirklich sehr, sehr viel Lernaufwand. Vielleicht noch ergänzend, bei uns ist ja das neue Curriculum schon gewesen im 3. Semester. Wir haben da sehr viele klinische Fächer gehabt und das war dann auch wirklich sehr zeitintensiv und aufwendig, sehr zu vergleichen im 1. Semester. Okay. Gut, die nächste Frage ist, was habt ihr für Tipps bezüglich dem Testteil räumliches Vorstellen? Wo kann man das am besten üben? Wolfgang, möchtest du das wieder beantworten? Genau, Tipps zum räumlichen Vorstellen. Also prinzipiell, es gibt ja diese Bücher mit Eignungstest und Intelligenztest. Da gibt es sicher gute Übungen, die man heranziehen kann. Und wenn man sich mit denen beschäftigt, ist das schon mal eine gute Basis, um sich dann für den Test vorzubereiten. Ja, vielleicht hat Emil noch einen Tipp dazu. Also grundsätzlich, räumliches Vorstellen, üben, üben, üben. Also wie der Wolfgang schon gesagt hat, es gibt da recht viele Literatur oder Bücher dazu, die man sich kaufen kann oder auch Online-Tests. Ich glaube, auf der FH-Website ist auch ein Beispiel dazu gegeben. Und wenn man so ähnliche Tests und Fragen öfter durchmacht, dann kommt man auch in dieses Denken hinein, das wird natürlich leichter. Gut, dann würde ich sagen, ist diese Frage auch beantwortet. Die nächste Frage ist konkret, ich habe meine Bestätigung zur Anmeldung bekommen, aber weiß leider immer noch nicht, wann ich die Prüfung haben werde. Wo steht das? Wolfgang, kannst du diese Frage beantworten? Ich versuche es zumindest. Also prinzipiell für den schriftlichen Aufnahmetest wird es 3 Tage geben. Das wird der 27.3. sein, der 29.3. oder der 30.3. Eigentlich solltest du eine E-Mail bekommen haben mit einem dieser 3 Daten. Wenn das nicht der Fall sein sollte, würde man dich bitten, einfach beim Sekretariat dich zu melden und dann solltest du sicher
den einen Tag bekommen, wo du das eine Prüfung, also einen Aufnahmetest dann hast. Gut. Die nächste Frage lautet, zur praktischen Aufnahmeprüfung kommt ja anscheinend Tanzen. Inwiefern wird das abgeprüft? Wolfgang, sagst du das oder soll ich die Frage beantworten? Du kannst gerne, wenn du willst. Also heuer gibt es kein Tanzen wegen Corona. Und deswegen brauchen wir die nicht näher beantworten, diese Frage. Die nächste Frage lautet, wie viele Anläufe habt ihr gebraucht, bis ihr schlussendlich aufgenommen worden seid? Ich spreche jetzt einmal für mich. Ich habe es einmal probiert. Ich bin schon älter. Ich werde jetzt 46 Jahre alt. Ich habe quasi im zweiten Bildungsweg vor 3 Jahren jetzt die Aufnahmeprüfung gemacht, wollte meinem Leben eine Wendung geben und habe es geschafft. Und insofern, ich habe nur einen Anlauf bekommen. Wolfgang, du, wie viele Anläufe hast du gebraucht? Bei mir war es beim zweiten Anlauf, habe ich es geschafft. Und Emil? Bei mir auch am zweiten Anlauf, ja. Zweiter Anlauf. Gut. Perfekt. Aber noch anhängen darf, wenn nicht gerade ja? In den Anläufen sind. Es ist aber nichts Schlimmes, wenn man das im ersten Mal nicht schafft. Also man kann ruhig öfter hingehen. Es gibt ganz, ganz viele Studenten, die nicht im ersten Mal hineingekommen sind. Sagt doch nichts über die Qualität dann des späteren Arbeitens als Physiotherapeut aus. Ist einfach auch ein Glück manchmal. Gut, die nächste Frage lautet, habt ihr vor, den Master noch an den Bachelor anzuschließen? Ich antworte jetzt mal für mich wieder. Also ich glaube, ich werde den Bachelor nicht mehr machen, einfach aus dem Grund, weil ich schon so alt bin. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es eine tolle Sache ist, den Master auch eventuell im Ausland dann zu machen. Ja, prinzipiell würde es mich schon interessieren, den Master noch drauf zu machen, aber auf jeden Fall möchte ich mal nach dem Bachelorabschluss mal Berufserfahrung sammeln und einfach mal zu schauen, in welchem Bereich möchte ich tätig sein. Das Berufsfeld ist ja doch so vielseitig und dann in einem spezialisierten Bereich halt einen Master zu machen. Emil, möchtest du auch noch? Ja, ich bin noch so weit, also am Anfang vom Studium, dass ich noch nicht genau weiß, wie es dann weitergehen wird und wohin ich mich spezialisieren will. Deswegen denke ich, das kommt dann erst, wenn man ein bisschen mehr Erfahrung hat und alles mal durchgemacht hat. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Die nächste Frage lautet, ist das Studium euer erster Bildungsweg? Wie sieht das bei euren Studienkolleginnen aus? Also in meinem Jahrgang ist, würde ich sagen, schätzungsweise ein Drittel, der das auch so wie ich im zweiten Studienweg begonnen hat, das Physiotherapiestudium. Es gibt wirklich Bandbreite von gleich nach der Matura, die Aufnahmeprüfung gemacht sind, bestanden, aber dann auch recht viele, die eben zum Beispiel auch ein BWL-Studium, so wie ich vorher absolviert haben. Und ich würde sagen, bei uns ist es, glaube ich, ein Drittel mit nach der Matura, ein Drittel eventuell auch vorher schon einen medizinischen Beruf, Heilmasseur oder so, und ein Drittel eben, die vorher schon ein Studium abgeschlossen haben. Wie ist das bei euch so? Ja, ich glaube, dass bei uns im Jahrgang ist das auch ziemlich ähnlich, weil ich kenne die genauen Zahlen nicht. Also ich mache das auch zum Beispiel jetzt im zweiten Bildungsweg. Aber ich habe auch in meiner Gruppe ziemlich viele, die direkt nach der Matura im ersten Bildungsweg jetzt das Studium machen. Bei uns ist, habe ich das Gefühl im Jahrgang, dass mehr Leute, also der Jahrgang insgesamt jünger ist. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber wir haben recht viele Leute, die das doch als ersten Bildungsweg jetzt gewählt haben oder vielleicht vorher nur als Überbrückung ein freiwilliges soziales Jahr oder in einer medizinischen Anstalt gearbeitet haben. Und jetzt halt das machen oder ein Studium vorher in die Richtung Sportbiologie gemacht haben. Okay, danke, Emil. Die nächste Frage lautet, könnten Sie den Link schicken, wo die Beispielaufgaben auf der Webseite zu finden sind? Kann das wer von euch kurzfristig machen? Also kann das wer erledigen oder gibt es die Möglichkeit, dass jemand einfach den Namen kurz nennt von dieser Webseite? Sonst? Also die, ja, bitte, Oliver. Okay. Ja. Im Prinzip, wenn sie auf die FH Campus Wien-Seite geht und dann unter dem Bereich Physiotherapie, findet es dann unter dem Bereich, soll ich selber schauen, Literaturempfehlung zum schriftlichen Aufnahmetest, da gibt es dann ein
Download-Hinweis, also gibt es einen Hinweis zum schriftlichen Aufnahmetest. Das ist ein PDF, das ich runterladen kann. Und da findet man eigentlich alle Hinweise dazu. Danke, Wolfgang. Die nächste Frage lautet, wie ist das Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Studierenden? Bei uns würde ich sagen, im dritten Jahr wahrscheinlich 2/3 weiblich, 1/3 männlich, würde ich sagen. Wie ist das bei euch? Ich glaube, das ist von Gruppe zu Gruppe ziemlich unterschiedlich. Ich kann das jetzt gar nicht so über das Jahr, über den Jahrgang pauschal sagen. Aber bei uns ist das ähnlich. Schon mehr Frauen noch als männliche Physiotherapeuten, schon, ja. Oder? Ja. Würde ich auch so sehen. Gut, diese Frage ist erledigt. Die nächste Frage lautet, habt ihr vor dem Aufnahmetest schon mit Physiotherapeuten gesprochen, einen Tag jemanden begleitet und könntet welche empfehlen? Also empfehlen, glaube ich, könnte ich jetzt niemanden. Man kann, glaube ich, generell, also jetzt mit Corona natürlich eher schwieriger, aber einfach einmal jemanden anfragen, auch im Krankenhaus-Setting einfach fragen, ob man vielleicht mal mitgehen kann. Müsste man jetzt mit der aktuellen Situation wahrscheinlich wirklich persönlich anrufen und fragen. Aber es ist grundsätzlich zu empfehlen, damit man einfach einmal das ein bisschen ein Bild davon bekommt, wie die Arbeit eines Physiotherapeuten ausschaut. Ja, kann ich nur bestärken. Also vielleicht auch mal im Freundeskreis herumfragen, ob irgendwo ein Physio dabei ist oder von Bekannten, Verwandten, wie auch immer. Oder einfach, ja, die Situation ist natürlich schwierig im Spital, aber vielleicht hat man die Möglichkeit, irgendwo einen Hospitationstag zu machen. Das habe ich wohl auch machen können. War auf jeden Fall eine interessante Erfahrung vorab, das zu machen. Habe ich genauso gemacht, ja. Kann ich auch nur sehr empfehlen, mal einen Tag oder 2 Tage mal zuschauen, nur dass man sieht, was der Job dann auch bietet im Endeffekt und nicht nur das Studium sieht. Gut, die nächste Frage lautet, gibt es Lerngruppen für den schriftlichen Test? Kann ich jetzt nicht beantworten. Ich weiß, dass einige so einen Vorbereitungskurs gemacht haben, aber Lerngruppen in dem Sinn kann ich jetzt nicht sagen. Wisst ihr da was, Wolfgang oder Emil? Also Lerngruppen, wir haben jetzt auch keine bekannt. Schon wie du gesagt hast, es gibt so Vorbereitungskurse, die findet man eh online. Da gibt es auch diverse Anbieter. Aber ja. Gut, die nächste Frage, wie viele Studienplätze gibt es? Das sind, glaube ich, 115. Stimmt das, Wolfgang? Na, auf der Homepage steht aktuell noch 115, aber es dürfte dieses Jahr dann aufgestockt werden auf 140. Das wäre meine letzte Information. Okay. Dankeschön. Gibt es dieses Jahr einen praktischen Aufnahmetest bezüglich Corona? Ja, den gibt es. Also eben der erste Step wird eben der schriftliche Aufnahmetest sein. Wenn man diesen geschafft hat, bekommt man Informationen bzw. eine Einladung zum praktischen Aufnahmetest sowie zu einem Bewerbungsgespräch. Das wird dann zwischen KW 18 und KW 23 stattfinden. Ist noch vielleicht nochmal, es wird alle vorher bei der anderen Infosession dabei waren, aber ich erwähne das nochmal ganz kurz. Es ist auf jeden Fall wichtig, sowohl beim schriftlichen als auch beim praktischen Test eine FFP2-Maske mitzunehmen und ganz wichtig, einen Covid-Test vorher zu machen. Der muss negativ sein und darf nicht älter als 24 Stunden sein. Das unbedingt mitzubringen und sonst wird man auch nicht ins Gebäude gelassen. Und es gibt dann auch keine Ersatzterminmöglichkeit. Also wirklich sich darum kümmern, diesen Test zu machen, nicht älter als 24 Stunden. Ja, und der praktische Aufnahmetest, der wird zwischen 17. Mai und 26. Mai sein. Es wird dann zugeteilt, da bekommt man auch die Informationen per E-Mail eben. Und hier ist dann auch wichtig, dass man schon in Sportkleidern kommt, also vielleicht im Trainingsanzug, dass man sich dort dann nur mehr die Jacke ausziehen muss, weil es gibt zwar die Möglichkeit der Umkleide, aber mit der ganzen Corona-Situation dürfen da nicht so viele Personen in die Umkleide hinein. Deswegen umso einfacher man es vorher gestaltet, umso besser. Super, danke Wolfgang. Die nächste Frage lautet, wisst ihr, was beim berufsspezifischen Eignungstest alles geprüft wird? Seid einfach natürlich, ihr sollt ja aufgrund eurer Fähigkeiten aufgenommen werden, die ihr sowieso aufweist und es bringt da gar nichts, sich irgendwie in eine Rolle hineinzuversetzen, die man dann eh nicht erfüllen kann. Seid einfach ihr selbst und dann wird es funktionieren, wenn es passt.
Hat noch wer was ergänzend zuzufügen? Also ich kann auch nur die Stichwörter geben, die ihr auch auf der Homepage findet, so Sachen wie Reaktionsvermögen, Beobachtungsgabe, Koordinationsfähigkeit, Körpergefühl, Tastsinn. Das sind so Komponenten, die einfach auf die geschaut wird. Danke, Wolfgang. Habt ihr irgendwelche Tipps für die praktische Prüfung und auch für das Aufnahmegespräch? Wie gesagt, seid ihr selber. Überlegt euch, was ihr von einem Physiotherapeuten erwartet oder für eine Person, die körpernahe arbeitet, wie ihr euch die Person am besten vorstellt. Und dann seid einfach so, wie ihr euch das vorstellt, dass ihr sein sollt. Oder seid so, wie ihr seid, genau. Noch mehr was zu ergänzen? Sonst Nein. Die nächste Frage. Die ist jetzt für euch diese Frage. Was habt ihr im Jahr gemacht, als ihr nicht aufgenommen wurdet? Ja, dadurch, dass das mein zweiter Bildungsweg war, war ich vor Vollzeit berufstätig und habe weiterhin meinen Beruf ausgeübt. Und sobald ich aufgenommen war, habe ich natürlich fürs Studium entschieden. Ich habe vorher auch schon begonnen, Sport zu studieren. Heißt, ich habe dann einfach weiter Sport, Lehramt und Sportwissenschaft studiert. Und das dann aber aufgegeben, sobald ich aufgenommen wurde auf der FH natürlich, weil das war ja doch irgendwie das große Ziel. Aber ich kenne auch viele Leute, die zum Beispiel Biologie gemacht haben dazwischen, um sich ein bisschen in die Richtung zumindest Physiotherapie und ein paar ähnliche Fächer zu haben, zu bilden. Aber grundsätzlich denke ich, man sollte das machen, was einen dann noch interessiert und nicht das, was ins Studium passt. Genau. Vielleicht noch ergänzend, manche machen so ein freiwilliges soziales Jahr oder eben bei dem Roten Kreuz oder Samariterbund quasi mit der Rettung mitfahren. Ja. Ja. Beziehungsweise habe ich auch einige Studienkollegen, die zum Beispiel Sportwissenschaften dazwischen eben studiert haben und die können sich dann auch einige Prüfungen anrechnen lassen, was natürlich auch ein großer Vorteil ist. Die nächste Frage ist selbst beantwortet. Was macht man in dem freien Jahr? Das haben wir schon beantwortet. Was wollt ihr wie viele und wie regelmäßig habt ihr Prüfungen, lautet die nächste Frage. Ja, schon regelmäßig. Also es ist halt auch abhängig jetzt von den einzelnen Semestern. Also bei uns hat das vierte Semester vor 3 Wochen gestartet und ich hatte schon meine erste Prüfung zum Beispiel. Im dritten Semester im Jänner hatte ich 8 Prüfungen hintereinander. Also es ist sehr unterschiedlich. Es kann man jetzt nicht so pauschal beantworten. Es ist auch abhängig, in welcher Gruppe man dann im Jahrgang ist. Da sind die Prüfungen auch nicht gleichmäßig verteilt. Und manche haben es halt dichter, manche haben es auseinandergestreuter. Ja, aber man muss schon damit rechnen, dass man eigentlich ständig am Lernen ist. Das stimmt, ja. Emil, magst du was ergänzen noch? Ich kann da eigentlich nichts ergänzen, war schon sehr gut zusammengefasst. Also man hat grundsätzlich halt durchgehend, manche Fächer hören ja früher auf als andere Fächer im Semester und die werden dann demnach auch früher geprüft und manche Fächer haben Zwischenprüfungen, manche nicht. Heißt, es gibt grundsätzlich alle paar Wochen mal eine Prüfung, die vielleicht nicht allzu groß ist, aber dann am Ende des Semesters doch nochmal von den meisten Fächern die großen Prüfungen zusammen. Genau. So, die nächste Frage lautet, was wollt ihr nach dem Studium machen? Als Physiotherapeutin arbeiten. Wo genau es mich hin verschlagen wird, weiß ich noch nicht. Es gibt einfach wirklich so viele verschiedene Richtungen und ich glaube, es ist auch wirklich ein Stück weit auch dahingehend die Frage, wo man dann einen Job bekommt. Aber richtungsmäßig eher wahrscheinlich vielleicht Onkologie oder auch Pädiatrie. Würde mich persönlich interessieren. Habt ihr dann schon eine Ahnung, Wolfgang oder Emil? Das bei mir jetzt die ganzen Praktika als Starten. Ich hatte so ein berufseinführendes Praktikum, Ende vom zweiten Semester schon in der Geriatrie. Aber sonst, wir haben ja dann in jedem klinischen Bereich ein Praktikum und ich lasse mich da jetzt einfach mal überraschen, was auf mich zukommt und werde dann schauen, welcher Bereich mich besonders interessiert. Weil momentan könnte ich es mir gut vorstellen, Orthopädie, Traumatologie oder innere Medizin oder auch Geriatrie, es ist sehr breit gefächert momentan noch. Ja, bei mir auch, ich könnte mir momentan noch alles vorstellen, aber wir haben ja, wie gesagt, die ganzen Praktika in verschiedenen klinischen Bereichen und danach wird dann die Entscheidung fallen, denke ich. Wann habt ihr ungefähr begonnen, euch für den Aufnahmetest vorzubereiten? Das hat der Emil vielleicht noch am besten.
Ja, also ich habe das ja ganz schon zweimal gemacht und ich habe das auch beim ersten Mal schon bei mehreren Phasen probiert und beim zweiten Mal auch. Das heißt, ich habe praktisch von Test zu Test auch immer mehr gelernt und mehr gewusst, was ich dann noch wissen muss. Aber wenn es einen Lernstoff gibt, würde ich mir vor den Lernstoff anschauen. Ich habe damals mir das ein, zwei Wochen vorher mal angeschaut, was dazu verlangt ist, weil es ist ja nicht so viel. Aber dass man doch weiß, worum es geht und das einschätzen kann. Und für das Gespräch oder den praktischen Test kann man ja nicht wirklich jetzt einen Lernstoff geben. Heißt, darauf vorbereiten ist relativ schwer, spezifisch. Ich meine, ich glaube, es kommt auch auf den Lerntyp drauf an. Ich kann mich sicher erinnern, dass ich sicher 2-3 Wochen vorher angefangen habe, jeden Tag ein bisschen was halt zu machen, ein bisschen was aus diesen Intelligenz- und Persönlichkeitstestbüchern zu machen. Ja. Gut. Wie viel Zeit müsst ihr pro Woche circa fürs Studium einplanen, beziehungsweise fällt euch das Lernen leicht? Also mir fällt es nicht mehr leicht, wahrscheinlich, weil ich schon etwas älter bin. Es ist einfach sehr dicht gedrängt, also man hat ja relativ viel Anwesenheit an der FH oder beziehungsweise wir hatten noch relativ viel Anwesenheit an der FH. Momentan ist ja eigentlich fast alles Distance Learning bis auf die praktischen Fächer, beziehungsweise kann der Emil dann und der Wolfgang mehr Informationen darüber geben, aber es sind schon wahrscheinlich, also mit einem 40-Stunden-Job muss man wahrscheinlich schon rechnen, mindestens. Ja, ich denke, das ist ein guter Vergleich betreffend jetzt Fernlehre und Präsenzlehre. Ist halt auch sehr unterschiedlich im Semester verteilt. Also momentan haben wir am Anfang jetzt ziemlich viel Theorie. Das wird eben meistens über Zoom abgehalten. Und eben die ganzen praktischen Fächer, die fangen jetzt dann mit der Zeit bei uns langsam an. Und das war auch im dritten Semester so. Da ist man dann eigentlich dann die nächsten Wochen dann eigentlich fast nur auf der FH und hat die ganzen praktischen Fächer. Und umso mehr praktische Fächer man hat, umso mehr kommt halt auch dann der Übungsanteil dazu und nicht nur das Lernen an sich von der Theorie. Also ja, die 40 Stunden ist sicher ein guter Vergleich. Ja, kann ich nur bestätigen. Es, wie eher im Verlauf des Semesters ist es immer anders, aber bei uns ist jetzt auch langsam doch wieder fast jeden Tag Präsenz auf der FH. Aber es ist auch für die viele Fächer eine Lernzeit eingeplant. Das nennt man eine Fernlehre, also man nicht online anwesend sein muss, aber doch online Zeit eingeplant bekommt. Heißt, für Arbeitsaufträge zum Beispiel ist das auch eingeplant im Stundenplan, dass man Zeit dafür hat. Und grundsätzlich ist man auch über jede Zeit froh, die man nutzen kann. Dafür, dass man sich den Stoff nochmal anschaut zum Beispiel. Warum habt ihr euch für Physiotherapie entschieden und was war euer Plan B? Ich würde beginnen. Und zwar hatte ich keinen Plan B. Also ich wollte Physiotherapie machen und also ja, Plan B, ich habe vorher schon Sportwissenschaft und Lehramt studiert und das wäre dann praktisch der Plan B gewesen. Aber für mich war trotzdem klar, dass das Ganze in Physiotherapie enden soll. Und ich glaube, das hat dann auch im Endeffekt auch funktioniert, also ja. Bei mir war es halt ein bisschen umgekehrt, weil das ist halt mein zweiter Bildungsweg, also ich habe bereits eine Ausbildung hinter mir, war voll im Berufsleben, habe aber festgestellt, dass ich gemacht habe, ich war im Verkauf tätig, es passt einfach nicht zu mir, es ist nicht das, was ich machen möchte, ich möchte trotzdem mit Menschen arbeiten, aber wo der Mensch einfach im Mittelpunkt steht und ich war immer sportlich und einfach auch das mit dem Sport zu verbinden. Und das war ein großer Anreiz für mich, eben Physiotherapie zu studieren. Und habe das Glück, dass ich die Aufnahme geschafft habe. Und ja, war definitiv die richtige Entscheidung. Sehr gut. Was ist so das durchschnittliche Alter der Studentinnen und Studenten, mit denen ihr studiert, beziehungsweise in der Klasse seid? Bei mir ist der Großteil eben eigentlich so um die 25. Es gibt vielleicht noch im ganzen Jahrgang bei uns schätzungsweise 9 bis 10 Studenten, die auch schon über 30 sind. Und dann gibt es halt auch ein paar, die wirklich gleich nach der Matura, sprich jetzt mittlerweile im dritten Jahr, dann halt 21 Jahre alt sind. Wie ist das bei euch so? Ich denke, es ist sehr ähnlich. Ja, also bei mir in der Gruppe sind sehr viele, die direkt nach der Matura quasi
gestartet haben. Aber über den Gruppen verteilt ist das sicher auch, wie du gesagt hast. Ich kann es halt nicht ganz so genau beurteilen, weil dadurch, dass ich noch nie Präsenzlehrer mit allen Leuten hatte, sondern immer nur, wenn alle Leute dabei waren, online war, kann ich nur meine Gruppe beurteilen. Und meine Gruppe ist sehr jung eigentlich. Bei uns ist die Älteste 25 und der Großteil ist um die 21 und dann auch 19-Jährige jetzt noch im ersten Jahr. Gut, danke. Wie viel Präsenzunterricht ist vorgesehen? Das kannst du wahrscheinlich am besten beurteilen, Emil. Also grundsätzlich ist so viel Präsenzunterricht vorgesehen, wie möglich ist, wie zugelassen wird. Das heißt, alle Fächer, die nicht möglich sind, zu substituieren mit einem Online-Unterricht, die halt praktisch sind, wo man hands-on etwas machen muss. Es werden im Präsenzunterricht abgehalten, aber vor allem im ersten Semester am Anfang hat man noch recht viel Online-Unterricht zurzeit, weil ja da die Basics und die Theorie gelernt wird. Und die Sachen muss man nicht unbedingt mit 120 Leuten im gleichen Raum machen, sondern kann man auch gut online machen. Aber es wird immer mehr im Verlauf des Semesters. Und auch jetzt im zweiten Semester habe ich schon im Stundenplan gesehen, dass es eindeutig mehr wird. Ja, umso mehr praktische Inhalte dazukommen, umso mehr Präsenz hat man, weil das eben nicht vermittelbar ist über Online-Unterricht. Aber natürlich hängt es halt auch immer mit den aktuellen Corona-Maßnahmen ab zusammen. Und das ändert sich, kann sich während dem Semester ändern. Ja, momentan sind wir sehr glücklich, dass wir eben den Präsenzunterricht haben können. Sehr gut. Wie habt ihr euch auf den körperlichen Test vorbereitet? Worauf wird während dem Test geachtet? Wer will das beantworten? Also wie gesagt, wir dürfen leider keine Details preisgeben. Spezifisch vorbereitet kann man sich jetzt auch nicht wirklich. Ich kann es nochmal wiederholen, also so Schlagworte wie Reaktionsvermögen trainieren, Beobachtungsgabe, Koordinationsfähigkeiten, Körpergefühl, einfach Sport machen, dann ist das sicher mal eine gute Basis. Ja, würde ich auch so sehen. Schriftlicher Test haben wir schon beantwortet. Habt ihr vor dem Aufnahmetest einen Aufnahmevorbereitungskurs gemacht? Wenn ja, war dieser hilfreich? Ich habe keinen gemacht. Hat der von euch einen gemacht? Ich habe einen gemacht beim ersten Versuch. Ich möchte also keine Werbung machen. Es gibt sicher verschiedene Anbieter. Da muss sich jeder selber überlegen, ob er das machen möchte oder nicht. Es war schon hilfreich, aber es haben auch viele geschafft, ohne einen Vorbereitungskurs zu machen. Also sicher individuell. Ich habe auch keinen gemacht damals. Gut, sind alle Studierenden eines Jahrgangs gemeinsam in den Kursen oder wird man in kleinere Klassen eingeteilt? Bei uns gibt es 9 Gruppen, wahrscheinlich eher auch bei euch auch. Wir waren zu Beginn des ersten Semesters 15 Personen in der Gruppe, jetzt sind wir nur mehr 13 Personen. Wird wahrscheinlich bei euch auch so ungefähr sein, oder? Wir waren 14 am Anfang, sind jetzt 12. Vielleicht noch ergänzend, dadurch, dass ja jetzt mehr Studenten aufgenommen werden, wird es wahrscheinlich dann 10 Gruppen geben. Okay. Bei uns ist es ähnlich, also wir waren auch 14. Ja. Ja, den körperlichen Eignungstest, das haben wir schon gesagt. Es wird auf alle Vorgaben geachtet und das, da braucht man sich keine Gedanken machen, was die Sicherheit betrifft. Findet die Aufnahme garantiert statt oder gibt es bestimmte Infektionszahlen, bei denen der Test verschoben werden kann? Weiß da wer was von euch? Ich würde sagen, es hängt sicher mit den aktuellen Zahlen zusammen. Wenn es möglich ist, wird es sicher stattfinden. Nach aktuellem Stand kann es stattfinden. Wie gesagt, eben mit den 3 Terminen, die ihr auch online findet, 27.3., 29.3. und 30.3. Aber wenn die Regierung was beschließt, dass das nicht möglich sein kann, muss man schon damit rechnen, dass es vielleicht auch verschoben wird. Danke. Wie sieht der Stundenplan circa aus? Beginnt die FH immer um 8 Uhr? Bis wann ist circa immer Vorlesungszeit? Wie oft Samstagsunterricht? Emil, magst du die Frage beantworten? Ja, ich beginne mal. Und zwar haben wir, also grundsätzlich gibt es keine fixe Beginnzeit und keine auch fixe Endzeit des Tages. Es ist immer unterschiedlich und es ist auch nicht jede Woche gleich. Das heißt, wenn ein Fach nur 3 Wochen dauert und einmal in der Woche ist, dann ist dann einfach vorbei. Aber ich hatte bisher noch keinen Unterricht vor 8 Uhr. Heißt, das früher ist bisher um 8.
Und es geht auch nicht recht viel länger als 19, 20 Uhr. Und es ist auch jeden Tag unterschiedlich. Und Samstagsunterricht hatte ich bisher noch erst zweimal und zwar im Wahlbereich. Weil grundsätzlich, glaube ich, auch von der Förderung geschaut wird, dass nicht zu viel Unterricht am Samstag stattfindet. Aber die Wahlbereiche, die ja, man zusätzlich zum normalen Curriculum hat und die für jeden anders sind, werden großteils am Samstag und Wochenende abgehalten, weil da für alle Zeit ist. Danke. Ist es manchmal unangenehm, Patienten körperlich nahe zu sein? Also ich glaube, das ist schon eine Grundvoraussetzung, über die man sich als Physiotherapeut im Klaren sein muss, dass man körperlich sehr nahe arbeitet. Jetzt mit Corona hat man natürlich durch die Schutzkleidung mit Maske, Handschuhe und teilweise auch sogar Schutzanzug ein bisschen mehr Distanz. Aber grundsätzlich, glaube ich, muss einem das bewusst sein, dass man sehr körpernahe arbeitet. Also wenn das jemand nicht aushält, dann ist sicher das der falsche Beruf. Vielleicht nicht nur arbeiten, sondern auch schon im Studium. Also einfach beim Üben ist man sich auch schon körperlich nahe und das muss halt einem auch bewusst sein. Danke. Ich habe gehört, dass man bei der praktischen Aufnahmeprüfung jonglieren oder Klimmzüge können muss. Stimmt das? Haben wir schon beantwortet. Habt ihr viel für den schriftlichen Test gelernt? Fandet ihr ihn schwer? Also ich muss gestehen, ich habe schon viel gelernt, aber einfach deshalb, weil mein gymnasiales Wissen, was die Naturwissenschaften betrifft, schon sehr, sehr lange her war. Wie viele Bewerber werden zum praktischen Aufnahmetest zugelassen? Wolfgang, weißt du das? Ich glaube, es sind so um die 400 bis 450, aber ich kann es nicht genau sagen. Danke. Muss man einen PCR-Test machen? Ich glaube, es reicht ein ganz normaler Abstrichtest. Einen negativen Corona-Test muss man vorweisen. Gerüchte besagen, dass FHs tendenziell eher Personen ab 20, 21 Jahren aufnehmen statt frischen Maturanten. Könnt ihr das eher bestätigen oder widerlegen? Kann ich nicht so widerlegen, weil bei uns gibt es auch wirklich viele, die gleich nach der Matura die Prüfung geschafft haben. Ich glaube, es ist bunt gemischt, dass man kann das wirklich nicht sagen so. Gut, danke. Covid-Test haben wir schon beantwortet, reicht einfach ein negativer Bescheid. Muss man lateinische Begriffe der Orte zum Beispiel beim schriftlichen Aufnahmetest beherrschen? Bereitet euch so gut wie möglich vor, dann habt ihr da auf alle Fälle schon einen Vorteil. Man muss sich beim praktischen Test sportlich betätigen? Ja, deswegen muss man auch im Sportgewand kommen. Die nächste Frage lautet, wie läuft der praktische Aufnahmetest ab? Das haben wir schon wirklich zur Genüge beantwortet. Wie sieht eine normale Woche in eurem Studienalltag aus? Emil, Wolfgang? Also jetzt durch Corona geschuldet ist es doch eher gemischt. Also ich bin am Anfang des Semesters viel zu Hause gewesen oder nur einen Tag an der FH, aber jetzt ist es bunt durchgemischt. Normalerweise hat man, wenn man einen Tag an der FH hat, auch direkt gleich den ganzen Tag an der FH, weil er versucht wird, die Unterrichte so zusammenzulegen, dass man nicht zu viel hin und her fahren muss. Ich habe jetzt im zweiten Semester viel Unterricht, heißt von Montag bis Freitag ist eigentlich den ganzen Tag was zu tun und danach wird noch ein bisschen gelernt. Aber am Wochenende habe ich bisher, nachdem die Prüfungen noch nicht allzu stark angelaufen sind, eigentlich noch frei gehabt. Danke. Ist es möglich, neben dem Studium trotzdem Samstag zu arbeiten? Ja, es ist alles eine Frage der Einteilung, sage ich jetzt einmal. Ich habe drei Kinder, die müssen auch quasi betreut werden. Und im Grunde genommen ist es alles nur eine Frage der Einteilung. Ja. Wollt ihr was ergänzen? Ja, man muss halt dazu sagen, es ist ein Vollzeitstudium. Das heißt, es ist schon vom zeitlichen Aufwand sehr viel. Es kommt sicher darauf an, wie man lernt, wie gut man lernt, wie schnell man lernt. Und ob man nebenbei arbeiten muss und ob man das Geld braucht, also sicher individuell sich anzuschauen. Also ist vieles möglich, aber natürlich, wenn man nicht arbeiten muss oder um wenig man nebenbei machen muss, umso mehr kann man sich auf das Studium konzentrieren. Ja. Genau. Wird auch aus dem Studium Ernährungswissenschaften etwas angerechnet? Man kann sich generell einige Prüfungen anrechnen lassen, das ist aber dann individuell jede Prüfung für sich zu beantragen. Das muss dann eh jeder schauen. Im Sekretariat sind es aber eigentlich sehr hilfreich.
findet man ja, ich würde gerne dazu kurz was sagen. Und bitte. Zwar ist es auch von Lehrender zu Lehrender unterschiedlich. Es kommt nur darauf an, also man fragt ja direkt bei dem Lehrenden an, ob man das da anrechnen lassen kann. Und wenn der Lehrende das Curriculum oder den Inhalt aus dem anderen Lehrveranstaltung von der Uni zum Beispiel als genügend ansieht, dann wird es angerechnet. Das heißt, auch wenn man zum Beispiel Physiologie schon auf der Sportuni hatte oder auf einer anderen Uni, heißt das nicht automatisch, dass Physiologie sich auch hier anrechnen lassen kann, dann der Fall. Das ist von Lehrenden zu Lehrenden unterschiedlich. Danke, Emil. Findet man als Physio gut Jobs? Wie sieht das Gehalt aus? Also generell, also vom letzten Jahrgang weiß ich, dass eigentlich alle einen Job gefunden haben. Gehalt ist ausreichend. Man kann ja selbstständig arbeiten und im Angestelltenverhältnis arbeiten. Und insofern findet dann eh jeder das Richtige. Schriftlichen Test, das haben wir schon beantwortet. Bei der Studienbewerbung, wie muss ich meine Deutschkenntnisse nachweisen? Welche Dokumente brauche ich, wenn Deutsch meine Muttersprache ist? Kann das wer beantworten? Na, im Sekretariat nachfragen, bitte. Ist wahrscheinlich am einfachsten, weil von uns kann das jetzt niemand beantworten. Ist man nach diesen 6 Monaten eine fertig ausgebildete Physiotherapeutin? Also die Ausbildung dauert 6 Semester und nach den 6 Semestern beendet man das Studium mit der Bachelorprüfung und man darf dann rein theoretisch sich sofort selbstständig machen. Empfohlen wird natürlich vorher, dass man eventuell ein Jahr oder so Erfahrung sammelt im Angestelltenverhältnis. Aber rein theoretisch ist es sofort möglich, dass man sich auch im selbstständigen, niedergelassenen Bereich selbstständig macht. Ich bin gerade erst dazugekommen, daher weiß ich nicht, ob das schon gefragt wurde, aber könnt ihr ein paar Einblicke geben, wie ihr euch auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet habt? Will das noch einmal wer beantworten von euch? Ja, wie schon gesagt, es gibt eben diese Intelligenztests oder Persönlichkeitstrainer, die sind sicher eine gute Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten, beziehungsweise auf der Homepage auf www.fhcampuswien.ac.at im Bereich Physiotherapie findest du auch unter Bewerbung und Aufnahme, beziehungsweise unter dem Reiter, ich muss kurz schauen, Literaturempfehlung zum schriftlichen Aufnahmetest. Da gibt es dann den Hinweis zum schriftlichen Aufnahmetest, da findest du noch genauere Details dazu. Danke. Frage an Emil, wie lange warst du im Sportstudium, bevor du in die FH gewechselt hast? Ich habe ein Jahr lang, also 2 Semester lang Sport studiert. Und zwar kombiniert Lehramt und Sportwissenschaft. Danke. Wie lange habt ihr für die schriftliche Prüfung gelernt? Das haben wir gesagt, so ungefähr 2 Wochen, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ungefähr. Welche Möglichkeiten gibt es für ein Auslandssemester? Welche Länder sind möglich? Also Auslandssemester insofern während des die Praktika können im Ausland absolviert werden. Ich hätte mir zum Beispiel ein Praktikum in Südafrika organisiert. Das ist natürlich jetzt Corona-bedingt nicht zustande gekommen, aber ich weiß, dass es einige über dieses Erasmus-Programm auch sich organisiert haben. Bei manchen hat es noch geklappt, bei einigen oder bei den meisten hat es leider nicht funktioniert. Aber grundsätzlich sind eigentlich alle Länder möglich. Man muss sich selber organisieren. Beziehungsweise gibt es eben dann auch dieses Erasmus-Stipendium. Habt ihr da auch noch ergänzend irgendwas? Ja, meine Infos sind da ein bisschen strenger. Also man sollte die Sprache von dem Land beherrschen. Das sind meine Infos auf jeden Fall. Und es gibt dann eigentlich auch Infoveranstaltungen im Studiengang. Also es dürfte aber gar nicht so einfach sein. Also es ist schon möglich prinzipiell. Wie gesagt, man sollte die Landessprache dort beherrschen, dann ist es auf jeden Fall einfach. Aber man sagt jetzt Englisch, England ist jetzt auch wegen dem Brexit zum Beispiel nicht mehr so einfach. Sicher am einfachsten ist es wahrscheinlich nach Deutschland zu gehen. Ja, mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen. Mir fällt gerade noch ein, in der Schweiz zum Beispiel kriegt man fürs Praktikum bezahlt. Das haben dann auch einige gemacht, ja. Weil sonst sind ja die Praktika unbezahlt. Aber eben in der Schweiz kann ich mich erinnern, dass das eben sogar dann finanziell abgegolten wird.
Gut, Tipps für den Aufnahmetest, das haben wir eh schon beantwortet. Noch einmal Aufnahmetest. Wieder Aufnahmetest. Macht der von euch ein Auslandssemester? Habt ihr das vor? Noch nicht, da jetzt die Situation ja nicht ganz so einfach ist. Ja, genau. Wie anspruchsvoll ist das Studium zeitlich? Ist nach Vorträgen und eben dem Vollzeitunterricht noch Privatzeit oder ist die eher für das Lernen und Erholung reserviert? Ja, ich würde mal beginnen. Und zwar, also ich bin nebenbei noch in einem Verein sportlich tätig. Also wenn man sich das zeitlich einteilt, ist es natürlich durchaus möglich, aber der Wolfgang hat es vorher schon gesagt, es ist natürlich ein Vollzeitstudium und je nachdem, wie gut man sich das dann einteilt, mit auch dem Lernen, ist dann auch dementsprechend Zeit für Erholung nachher. Wenn man halt am Anfang des Semesters mehr Zeit für Erholung nimmt, heißt das wahrscheinlich, dass man im Endeffekt am Ende des Semesters dann ein bisschen weniger Zeit hat. Aber es ist nicht so, dass man 7 Tage die Woche 18 Stunden lernt und 6 Stunden schläft. Also es ist schon möglich, dass man nebenbei noch Sachen unternimmt und Freunde hat. Genau, sicher eine Einteilungssache. Und es ist auch extrem wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, einmal nicht zu lernen, mal laufen zu gehen, sich mit Freunden treffen, man nicht so einfach natürlich, aber was auch immer, einfach sich jetzt die Zeit zu nehmen, was abzuschalten, ein Buch lesen, wie auch immer, weil dann geht es beim Lernen auch leichter danach wieder. Aber grundsätzlich ist schon zu sagen, dass es ein sehr dicht gedrängtes Programm ist. Also viel Freizeit hat man. Es ist dicht. Aber man schafft's. Wie läuft das mit den Praktika in verschiedenen Bereichen? Werden mit einem längeren Praktikum mehrere Bereiche abgedeckt? Vielleicht wollt ihr das beantworten, weil da hat sich, glaube ich, von der Praktikumssituation was verändert. Gell? Ja. Also prinzipiell gibt es 10 Praktika. Das erste Praktika ist das Berufseinführende. Das ist am Ende vom 2. Semester. Das ist quasi mal so ein Hineinschnuppern. Und eben Ende vom 4. Semester sie nennen das Turnusse. Es gibt dann 9 Turnusse. Das heißt, es gibt dann 9 richtige Praktikas. Die beginnen dann eben am Ende vom 4. Semester. Da habe ich jetzt dann meine ersten 2 Praktika. Zum Beispiel habe ich mein erstes in der inneren Medizin, mein zweites in der Chirurgie. Und so geht das dann weiter. Also im 5. Semester hat man dann 3 Praktika und im 6. Semester 4, sodass man eben in Summe auf 9 kommt. Und die sind alle 4 Wochen lang. Es gibt 6 Pflichtpraktikumsbereiche. Also eben angefangen von der inneren Medizin über die Neurologie, Pädiatrie, Geriatrie, Orthopädie, Traumatologie. Und dann gibt es auch Wahlbereiche, wo man eben Bereiche wählen kann, zum Beispiel, wie ich schon gesagt habe, die Chirurgie wäre ein Wahlbereich oder auch die Gesundheitsförderung. Und dann gibt es noch ein Praktikum, das nennt sich ein supervidiertes Praktikum, da wird man dann eben von einem Lehrenden supervidiert. Ja, es ist immer in einer anderen Einrichtung. Also man kann natürlich auch zweimal in derselben Einrichtung ein Praktikum machen. Ich war zum Beispiel, mein erstes Praktikum habe ich im UK Meidling gemacht und eines der letzten wird jetzt noch einmal im UK Meidling stattfinden. Aber im Grunde genommen kann man sich das selber aussuchen. Es gibt von der FH organisierte Stellen, aber man kann sich auch selber Krankenhäuser oder auch niedergelassene Physiotherapeuten suchen, wo man dann ein Praktikum absolvieren kann. Das ist vielleicht nur wichtig, im neuen Curriculum ist halt eben so, dass der Bereich ist immer vorgegeben. Das heißt, zu dem Zeitpunkt muss man diesen Bereich erfüllen. Ich glaube, bei euch war das ja noch anders ein bisschen, Julia. Ja, man muss schon auch die Vorgaben erfüllen, aber es stimmt schon, es hat 3 verschiedene Curriculum, also beziehungsweise Touren gegeben und da hat man sich dann aussuchen können, da hast recht, ja. Ist der schriftliche Test ein Kreuzertest mit einer richtigen Antwort? Also Multiple Choice, glaube ich, ist es nicht Single Choice, oder? Das, glaube ich, kommt auf die Aufgabenstellung drauf an, wie das zu beantworten dann ist. Ja. In der Frage ist genau formuliert, ob es mehrere Antwortmöglichkeiten geben kann oder nicht. Okay, danke.
Wie schaut der Stundenplan von Montag bis Freitag aus? Das haben wir schon beantwortet. Es gibt eigentlich keinen, der sich über das ganze Semester zieht, sondern ist halt Woche zu Woche verschieden. Sorry, ich war am Anfang noch nicht da. Was hast du davor gemacht, Julia? Ich habe BWL studiert und 3 Kinder großgezogen. Was habt ihr im Jahr gemacht, als ihr nicht aufgenommen wurdet, gearbeitet bzw. das Studium beendet oder halt weiter studiert? Gibt es innerhalb des schriftlichen Aufnahmetests eine unterschiedliche Gewichtung der verschiedenen Testteile? Kann ich nicht beantworten. Können wir nicht beantworten. Wissen wir nicht, ne? Wurde die Infosession, die vorher war, aufgenommen und wird online zur Verfügung gestellt? Ja. Sollte es sein. Ja. Ist ein geringfügiger Job, Samstagjob, neben dem Studium zeitlich schaffbar? Ich glaube, es ist alles eine Frage der Einteilung, wie wir eh schon gesagt haben. Also wer sich leicht tut mit dem Lernen und die Zeit effizient nützt, wird das sicher gut schaffen. Ja. Aber es ist natürlich ein Vollzeitstudium, das muss man schon dazu sagen. Habt ihr euch noch an anderen Unis beworben oder nur in Wien? Ich nur in Wien, wie war das bei euch? Ich habe mich in Wien und St. Pölten beworben gehabt. Ich habe mich im ersten Jahr in Wien und St. Pölten beworben und dann im zweiten Jahr habe ich mich beworben in Wien, St. Pölten, Krems, Graz, Linz, Salzburg, glaube ich. Ja, das Kriterium war reinkommen. Ja. Genau, du hast es geschafft. Wunderbar. Wie laufen die meisten Tests ab? Prüfungsart? Kommt darauf an, würde ich sagen, ob es eine klinische Prüfung ist, dann ist es meistens schriftlich. Mittlerweile sind halt Corona-bedingt auch sehr viele Online- bzw. Moodle-Prüfungen. Oder wie ist das bei euch? Ihr könnt das sicher jetzt up-to-date beantworten. Ja, die theoretischen Prüfungen sind eigentlich online, multiple choice meistens. Und wenn es eben um die praktischen Fächer und die klinischen Fächer geht, dann ist es eben praktisch und dann kommt ein Fallbeispiel und das führt man dann praktisch einem Kollegen, Kollegin durch. Und es kann auch sein, dass man halt auch eine mündliche Frage bekommt. Ja. Danke. Ich habe den Eindruck, dass die Physio-Studenten großteils extrem sportlich sind und zum Teil vorher Leistungssportler waren. Ist das wirklich so oder gibt es auch viele Hobbysportler unter euch? Also ich spreche jetzt einmal für mich. Ich bin sicher sportlich, aber ich bin sicher kein Leistungssportler. In meiner Gruppe gibt es eigentlich auch nicht wirklich Leistungssportler. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, dass die Physios generell schon eine Affinität zu Körper und Bewegung haben. So würde ich das einmal ausdrücken. Also ja, ich bin auch kein Leistungssportler, mache das alles, habe das hobbymäßig alles gemacht, Tennis zum Beispiel. Auch in meiner Gruppe gibt es nur einen, der vorher Leistungssport gemacht hat, sonst alle im Hobbybereich unterwegs. Ja, also ich denke, eine grundsätzliche Neigung zum Sport ist nicht schlecht, wenn man sich ja mit dem menschlichen Körper auch beschäftigt und man ja vielleicht auch, ich kann es gar nicht so genau beschreiben. Wir haben viele Hobbysportler, viele sind interessiert, aber wir haben auch Leute, die nicht jetzt aus dem Leistungssportbereich kommen, sondern einfach nur gemütlich mit ihren Freunden Fußball spielen. Also das ist jetzt keine Voraussetzung. Genau. Nach welchen Kriterien werden Gruppenklassen eingeteilt? Kann das wer beantworten von euch? Nach dem Alphabet. Also es wird alphabetisch durchgegangen, 1 bis 9 und die nächsten 1 bis 9 wird eingeteilt. Ja. Zumindest ist das bei uns so gewesen. Bei uns, glaube ich, ist das nicht so, nein. Bei uns auch nicht. Also bei uns ist es einfach nach dem Alphabet durchgeordnet und fertig. Mhm. Okay, passt. Habt ihr sportbezogene Fächer? Was macht ihr da so, wenn man sportbegeistert ist? Zahlt sich das Studium aus? Wer beantwortet diese Frage? Also ich bin sehr sportbegeistert, aber nur für die Sportbegeisterung mache ich das Studium nicht. Also allein dafür zahlt es vielleicht nicht aus, wenn man ja dann auch daran arbeiten will. Aber es gibt auch sportbezogene Fächer durchaus, die auch ähnlich sind wie auf einer Sportuni zum Beispiel. Und da macht man dann aber nicht Sport selber, um sich zu vergnügen, sondern Sport in die Richtung therapeutischen Sport. Also schon auch Übungen ganz normale oder ganz normal Sport, aber immer mit dem Hintergrund, dass man das Ganze in eine Therapie anwenden kann. Oder dass man Gruppen anleiten lernt, Leuten was erklären. Und das geht's dann. Danke.
Was würde dir sagen, sind so die Pros und Cons in diesem Studium? Wolfgang? Gute Frage. Ich meine, das, glaube ich, muss sich jeder selbst beantworten auch. Ob das Studium für sich geeignet ist. Fällt mir jetzt gerade nichts an. Ja, es ist ein Gesundheitsberuf, sprich krisensicher. Das ist sicher ein totales Pro, gerade in der jetzigen Zeit mit Wirtschaftskrise und so weiter. Für mich gibt es keine Cons, weil sonst hätte ich das Studium nicht im zweiten Bildungsweg jetzt begonnen und werde es abschließen. Und ja, so wie du schon gesagt hast, Wolfgang, es muss sich wirklich jeder selber beantworten. Aber grundsätzlich ist es ein sehr befriedigender Beruf, weil man einfach jeden Tag die kleinen Erfolgserlebnisse hat, auch mit der Arbeit der Patienten, mit den Patienten. Was gefällt euch am besten am Beruf und was am wenigsten? Was würdet ihr am und im Beruf ändern, wenn ihr könntet? Also am besten gefällt mir eigentlich die Arbeit mit den Patienten. Am wenigsten gibt es momentan noch nichts, wird vielleicht auch irgendwann einmal kommen. Momentan würde ich eigentlich auch nichts ändern. Das Einzige, was halt manchmal anstrengend ist, ist einfach das mit den Schutz, mit der Schutzkleidung momentan mit Corona, dass man halt immer mit der FFP2-Maske aktiv arbeiten muss und dass es halt teilweise wirklich sehr, sehr anstrengend ist. Aber das betrifft halt momentan einfach alle. Wer will was ergänzen? Glaube ich, noch schwierig zu beurteilen, weil wir jetzt mitten in der Ausbildung sind und ich habe jetzt ein Praktikum gehabt. Ja. Ich hatte noch kein Praktikum, also kann ich dazu leider nichts sagen. Ja. Gut, I need to know whether after I get my BA in Physiotherapy, will I become a Physiotherapist or a Physiotherapy Technician? You will become a Physiotherapist. Gut, lernt ihr auch etwas über Ernährung im Studium? Hat sich da was bei euch geändert im neuen Curriculum? Nein, also es ist kein... Oder? Na, also lernen wir nichts über Ernährung, das ist ja dann Diätologie. Ja, genau. War es für euch schwierig, eine Wohnung oder WG zu finden? Ich glaube, das ist gerade in Wien überhaupt kein Problem. Da gibt es diese Seiten. Hat das Studium eure Erwartungen erfüllt? Meine schon? Ja, meine auch. Ja, es wird ja die FH gerade neu ergänzt mit neuen Gebäuden und was 2024 oder wann wird der Umbau fertig sein? Müsste sein, ja. Ja. Wird noch größer und noch pulsierender, was das Leben, Studentenleben betrifft, mit Studentenheim und also es wird sicher noch toller werden. Ich meine, insofern, vielleicht hat es meine Erwartungen nicht erfüllt, weil eben die Corona-Situation dazugekommen ist und ich nicht gedacht hätte, dass ich so viel vor dem Computer sitzen werde, vielleicht am praktischen Unterricht nicht teilnehmen kann und der Erwarte wurde es teilweise nicht erfüllt, aber prinzipiell von den Lerninhalten, was ich mitnehmen kann, sind die Erwartungen sicher erfüllt worden. Mhm. Welche Wahlbereiche gibt es? Das muss wer von euch beantworten. Da hat sich sicher was geändert jetzt im neuen Curriculum. Ja, es ist sehr bunt gestreut, sehr vielseitig. Also zum Beispiel, es gibt dann halt sehr technikspezifische Wahlbereiche wie Triggerpunktmassage oder was habe ich jetzt dann zum Beispiel? Spezifische Krankheitsbilder, Schwindeln oder dann halt auch Sport für Menschen mit Behinderung, aber auch so im Bereich Wahrnehmungsschulung, Körperschulung, Gesprächsführung. Das ist wirklich sehr breit gefächert und ich glaube, jeder findet etwas, was ihn interessiert. Es gibt dann auch die Reflexzonentherapie, wo man aus drei Bereichen wählen kann. Das ist quasi auch so ein Muss-Bereich. Also ja, man hat wirklich eine große Bandbreite zur Auswahl. Danke. Wie sind die Tests in der Ausbildung Prüfungsart? Das haben wir eh schon kurz beantwortet. Multiple Choice, praktische Prüfungen. Ja. Was sind markante Unterschiede zwischen Humanmedizin und Physiotherapie? Wer will das beantworten?
Allein schon die Art des Studiums ist ein Unterschied. FH ist natürlich ein schulisches Studium mit Anwesenheitspflicht, 80-prozentiger. Und dann natürlich auch später die Berufsaussichten sind natürlich ganz anders. Also ich glaube, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Ich hatte im Herbst eine blöde Verletzung und bin noch nicht ganz fit. Könnte das beim Test ein Problem werden, beziehungsweise wird darauf Rücksicht genommen? Kann das wer beantworten, diese Frage? Ich würde sagen, am besten Sekretariat nachfragen. Genau. Bekommt man in den Unterrichtsfächern Hausaufgaben? Ja, es gibt so, wie nennt man das? Arbeitsaufträge. Arbeitsaufträge, genau. Referate vorzubereiten. Aber es ist jetzt keine Hausaufgabe in dem Sinn, wie in der Schule. Genau, aber es gibt schon immer auch wieder Arbeitsaufträge. Oder Stundenwiederholung könnte es auch geben, Techniken vorzuzeigen in der nächsten Einheit. Ja, oder Studien vorlesen und darüber Bescheid wissen und so. Zumindest war das bei uns so. Ich bin gerade erst dazugekommen und hätte eine Frage hinsichtlich des praktischen Aufnahmetests. Sind hierbei Klimmzüge relevant? Können wir nicht beantworten. Wenn du es kannst, ist es nicht schlecht. Ja. Es gibt keine Möglichkeit, das Studium berufsbegleitend zu absolvieren, oder? Da haben wir gestern erfahren, dass es in Zukunft das geben wird, allerdings erst in 2-3 Jahren, glaube ich, gell? Und genau, dann ab 2023 dürfte es dann ein berufsbegleitendes Studium geben mit 8 Semester und das beginnt dann aber im Sommersemester. Genau, also quer, nicht mit Herbst, sondern mit März. Genau. Wie läuft das Vorstellungsgespräch ab? Das wird heuer via Zoom-Meeting stattfinden. 3 Studenten mit 2 Vortragenden. Und man soll sich im Vorfeld, glaube ich, vertraut machen mit Zoom, hat es gestern geheißen. Gell? Ja, Zoom runterladen, mal anschauen, wie die Funktionen sind. Und wenn man in die zweite Phase kommt, dann bekommt man ja auch eine E-Mail mit der Einladung und da ist dann noch eine zugeteilte Zoom-Lizenz und mit der dann einsteigen. Genau. Finden die Praktika während des Semesters oder in den Ferien statt? Bei uns sind sie eigentlich alle immer während des Semesters, aber man hat auch die Möglichkeit, sie in den Sommerferien vorzuziehen, wenn man eben zum Beispiel ein Auslandssemester bzw. Auslandspraktika für ein Auslandspraktikum mehrere Praktika zusammenziehen möchte. Hat sich da bei euch was verändert? Das hat sich insofern verändert, dass wir ja mehr Turnusse haben und eben das das erste berufseinführende Praktikum ist eigentlich in den Ferien. Oder war es bei uns zumindest, weiß nicht, wie es bei euch ist, Emil. Und jetzt im 4. Semester habe ich auch meine 2 Praktika. Das erste Praktikum ist noch quasi während der FH-Zeit, aber das zweite fällt dann auch in den Ferienzeit hinein. Ab dem 5. und im 6. Semester ist es eigentlich dann während der FH-Zeit. Danke. Haben die Noten der einzelnen Prüfungen Einfluss darauf, ob ein Master bzw. Doktor gemacht werden darf? Davon weiß ich nichts. Man muss, keine Ahnung, kann ich nicht beantworten leider. Weiß das wer von euch? Sucht die FH die Praktika oder muss man die selbst suchen? Also es gibt 2 Möglichkeiten. Es gibt für jeden Turnus gibt es halt von der FH zur Verfügung gestellte Praktikumsstellen. Das ist aber von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich, weil es mit dem Zeitpunkt zusammenhängt. Es kann sein, dass ein Überangebot besteht, aber es kann auch sein, dass es für 12 Leute nur 4 Plätze gibt. Dann muss man eben sich selbst um eine Stelle suchen. Aber es wird ja auch noch freigestellt, ob man eine Praktikumsstelle von der FH wählt oder ob man eben selbst sucht. Was hättet ihr gerne vor dem Beginn des Studiums gewusst, was euch damals noch nicht klar war? Ja, es ist eine sehr intensive Zeit. Ich habe das nicht gewusst, wie ich noch einmal das Studium begonnen habe. Gibt es für euch noch was zu ergänzen? Sehr ähnlich, muss ich sagen. Also, dass das wirklich so intensiv wird, hätte ich mir auch nicht gedacht. Man hört zwar immer, es wird wirklich viel zum Lernen sein und zeitintensiv sein, aber man stellt sich dann doch anders vor. Ja, im Großen und Ganzen ja. Ist es hilfreich für die Aufnahme, wenn man bereits eine Ausbildung im Gesundheitsbereich hat?
Ich würde sagen, auf alle Fälle ja, aber es ist nicht Voraussetzung. Es gibt in meiner Gruppe einige, die den Heilmasseur haben. Die können sich natürlich dann auch die Prüfung anrechnen lassen. Aber es ist nicht Voraussetzung, man schafft es ja ohne irgendwelchen Vorkenntnissen. Und ob es ein Vorteil ist für die Aufnahme, können wir nicht beantworten eigentlich. Wie ist das Klima an der FH? Eher familiär, sehr schulisch? Kennen die Vortragenden die Studierenden mit dem Namen oder sind es einfach zu viele? Ich finde, es ist ein sehr familiäres, persönliches Verhältnis und dadurch, dass man ja immer in den Kleingruppen Unterricht hat, kennen einen die Vortragenden schon. Jetzt mit Corona kann ich das nicht beantworten, weil ja doch sehr viel dann nicht im Präsenzunterricht stattfindet. Emil, was hast du dazu beizutragen? Die Vortragenden kennen uns trotzdem mit dem Namen, auch mit Maske. Es dauert nur ein wenig länger. Teilweise, weil das doch mit den Augen ein bisschen schwerer zu erkennen ist. Ja. Danke. Müsste fürs Praktikum verpflichtend geimpft sein gegen Covid? Also bei uns ist es jetzt so, dass eigentlich der ganze Jahrgang seit dieser Woche alle die Möglichkeit hatten, geimpft zu werden. Verpflichtend ist es, glaube ich, momentan noch nicht. Aber zumindest hat es die Chance gegeben, dass man sich impfen lässt, was ja auch ein großer Vorteil ist. Nächste Frage ist, wie weit seid ihr schon im Studium? Ich bin im 6. Semester. Ich bin im 4. Semester. Und ich bin im 2. Semester. Welche Masterstudien sind danach möglich? Kann ich nicht beantworten, habe ich mich noch nicht erkundigt. Weiß das wer von euch? Kann ich alles im Detail beantworten. Wollt ihr einen Master anhängen? Ich nicht. Ihr? Ich eventuell. Ja. Ich weiß es auch noch nicht. Wie kann man sich nach dem Studium weiterbilden? Kann man auch in die Richtung Therapie mit Hilfe von Hatha-Yoga gehen? Muss wahrscheinlich jeder dann individuell entscheiden. Das kann man jetzt nicht beantworten. Wie viele Referate hat man pro Semester? Emil? Also ich hatte 2 Referate bisher insgesamt. Das ist, glaube ich, von Lehrerinnen zu Lehrenden unterschiedlich. Ja. Und ob es sich gerade anbietet in dem Unterricht. Grund, das kann man jetzt nicht so pauschal. Es ist wie in der Schule, das kann man nicht pauschal sagen. Genau. Es wird keine Unmenge sein, also maximal 2, also wenn überhaupt. Ja. Ist im Rahmen des Studiums alles auf Deutsch oder gibt es fremdsprachige Fächer? Sind diese verpflichtend? Bei mir hat es englische Fächer gegeben. Wie ist das bei euch? Ja, es gibt 2 Fächer, die sind auf Englisch. Und die sind auch verpflichtend. Also die kann man nicht umgehen. Ja. Gibt es auch praktische Prüfungen im Zuge des Praktikums? Wie werden diese bewertet? Es wird das ganze Praktikum bewertet. Da kriegen die Praktikumsanleiter einen Bewertungsbogen und das fließt dann, also das macht dann eigentlich auch die Note des Praktikums aus. Vielleicht noch ganz kurz ergänzend. Die Praktika sind die Voraussetzung, dass man zu den einzelnen klinischen Prüfungen zugelassen wird. Also es gibt 4 große Bereiche und eben sobald man die Praktika absolviert hat oder zumindest 50% von diesem Bereich, wird man eben zugelassen zur klinischen Endprüfung in diesem Bereich. Stimmt es, dass man eine bestimmte Anzahl von ECTS sammeln muss, um in das nächste Semester aufsteigen zu können? Man muss jedes Fach positiv abschließen. Das ist die Voraussetzung. Es gibt 3 Antritte, wobei der 3. Antritt schon ein kommissioneller Antritt ist. Und wenn man eine Prüfung nicht bestanden hat, dann kann man den Antrag auf Wiederholung des Jahres stellen. Aber man muss alle Prüfungen positiv bestanden haben. Ich habe gehört, dass es an den FHs gern gesehen ist, beziehungsweise ein Vorteil ist, wenn man eine Sanitäterausbildung hat, wisst ihr da vielleicht etwas mehr? Von Vorteil kann ich nicht sprechen, aber es ist für jeden sowieso von Vorteil, wenn er eine Zusatzqualifikation hat. Wenn man nicht so sicher ist, vor anderen zu reden, vorzutragen, ist das ein großes Problem im Studium. Ich würde sagen, man wächst mit den Aufgaben und gewinnt dann an Sicherheit. Insofern ist es kein Problem. Gibt es viele Studierende, die sich danach noch weiterbilden, spezialisieren, zum Beispiel in Richtung Osteopathie? Es ist so, dass das Studium oder der Beruf des Physiotherapeuten sowieso mit einer Fortbildungspflicht belegt ist und man muss innerhalb von 5 Jahren 60 Stunden an Fortbildungen nachweisen.
und das ein Leben lang. Wie finanziert ihr euch das Leben neben dem Studium, falls ihr nicht arbeitet? Wollt ihr das sagen? Euch trifft es wahrscheinlich mehr als mich. Also ich finanziere mir das Leben, also das Studium, das Leben, dadurch, dass ich sehr freundliche, erziehungsberechtigte Eltern habe, die mir da unter die Arme greifen, aber grundsätzlich auch Familienbeihilfe. Und es gibt ja auch Ferien. Und ich zum Beispiel arbeite dafür in den Ferien mehr. Oder es gibt ja auch Studentenjobs, die dann nur einen Tag lang sind, die normalerweise dann gleich 10-12 Stunden sind. Das ist auch alles möglich, wenn man sich ein bisschen einteilt. Aber es ist, ja, grundsätzlich schauen meine Eltern darauf leider. Also ich hatte das Glück, ich war ja vorher Vollzeit tätig und hatte dann ein Jahr Bildungskarenz und habe jetzt das Selbsterhalterstipendium. Gut, arbeitet ihr neben dem Studium, beziehungsweise wie finanziert ihr euch das Studium? Das haben wir eh gerade beantwortet. Und die letzte Frage ist eher ein Hinweis. Vielen Dank für eure Hilfe und eure Zeit. Sehr hilfreich, sehr gerne. Ich glaube, wir haben alle Fragen gut beantworten können. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir wünschen euch alles Gute. Gebt euer Bestes und hoffentlich schafft ihr die Prüfung und habt dann eine tolle Ausbildungszeit.